Und zugeschaltet ist mir nun Tatjana Ohm. Sie ist in der Ukraine in der Nähe der Millionenstadt Dnipro. Tatjana, heute erneut Luftalarm im ganzen Land. Wie ist denn aktuell die Lage bei dir? Ja, es gibt nach wie vor einige Regionen, wie eben auch die, in der wir uns befinden, Oblast Dnipropetrovsk, wo es im Prinzip den ganzen Tag über immer mal wieder Luftalarm gegeben hat. Dann wurde er aufgehoben, dann wurde er wiedergegeben. Im Westen des Landes einmal Luftalarm, dann wurde er dort komplett aufgehoben. Und es hieß zwischendurch auch eben immer mal wieder, dass es Hinweise, Satellitenaufnahmen gäbe von russischen strategischen Bombern, die sich auf den Weg gemacht hätten, um dann eben ihre tödliche Ladung, ihre Raketen, die Cruise Missiles abzufeuern. Wenn das geschehen sein sollte, dann ist davon bislang hier nichts angekommen. Wir haben auch noch keinerlei Berichte darüber, dass zum Beispiel die Flugabwehr russische Raketen abgefangen hätte, was nicht bedeutet, dass es dazu nicht noch kommen könnte. Das Ziel, wenn es denn dazu noch kommen sollte, wird sehr wahrscheinlich wieder vor allen Dingen die kritische Infrastruktur sein. Man erkennt da ja so langsam ein Muster, einen Rhythmus dahinter. Angreifen, abwarten, bis repariert wurde, wieder angreifen, wieder zerstören. Wie die großen Energieunternehmen des Landes damit umgehen, da hatten wir gestern in Kiew die Gelegenheit, uns ein bisschen umzuschauen, haben mit der Pressesprecherin eines dieser Unternehmen gesprochen, haben auch einige Arbeiter begleiten können bei Wartungsarbeiten. Und die haben schon sehr, sehr deutlich auch gesagt, wie unfassbar schwierig die Situation für sie ist. Sie geben alles, wenn es zu Ausfällen kommt durch russische Angriffe. Aber die Lage wird halt definitiv mit jedem Angriff ein bisschen komplizierter für die Energieunternehmen. Zerstörte kritische Infrastruktur im Raum Kiew. Die Bilder, die uns das Energieunternehmen DTEK zur Verfügung stellt, wurden nach den russischen Raketenangriffen vor 14 Tagen aufgenommen. Der letzte Angriff ist 6 Tage her. Die Folgen? Kein Strom für die Millionenmetropole und ihre Menschen mitten im Winter. Teams von DTEK sind es, die dann in Windeseile versuchen, den Schaden zu beheben. Wir haben mehr als 30 Brigaden unterschiedlichster Profile an Arbeitern in ganz Kiew, die für uns arbeiten. Hier ist es gerade ein Kabelversorgungstrupp. Was oft untergeht, auch ganz normale Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen durchgeführt werden. Die Arbeiten an diesem Morgen sind auch ein Notfall, aber nicht durch russischen Beschuss herbeigeführt. Die hier liegende Leitung versorgt ein naheliegendes Krankenhaus mit Strom, muss dringend erneuert werden. Doch selbst solche Instandhaltungsarbeiten sind durch den Krieg schwierig geworden. Für geplante Arbeiten versuchen wir natürlich, Ersatzteile auf Lager zu halten. Aber für die Notreparaturen nach Raketeneinschlägen, nun ja, einiges, was wir dann brauchen, haben wir schon auf Lager. Aber manches kommt mittlerweile durch humanitäre Hilfe der Europäer. Nur dadurch können wir überhaupt Hilfe leisten. Dziękuję europejskim partnerom, także nam dopomagają cim. Der Energieriese DTEK gehört zum Imperium des ukrainischen Oligarchen Achmetow. Im Bunker der Zentrale erklärt uns die Pressechefin Antonina Antoscha nachdrücklich, welche weiteren Probleme es mit den Ersatzteilen gibt. Was wir vor allem brauchen, sind Lasttrennschalter, Transformatoren, Stromleitungen, alles, was uns hilft, den Schaden, der durch russischen Beschuss entsteht, schnell zu reparieren. Nur, unser größtes Problem ist einfach, dass unser Energiesystem zu Sowjetzeiten gemeinsam mit dem belarussischen gebaut wurde. Viele Ersatzteile und auch Werkzeuge für die Reparaturen gibt es schlicht nicht mehr. Und auch wenn manches davon neu produziert werden könnte, es würde Zeit kosten, Zeit, die das Land nicht hat. Mit dem, was die Techniker haben, haben sie es auch nach der letzten Angriffswelle geschafft, die Stromversorgung schnell wiederherzustellen und auch Wartungsarbeiten durchzuführen. Doch allen ist klar, der nächste russische Angriff könnte jederzeit kommen, mit wieder katastrophalen Folgen für das Land. Und die Auswirkungen der russischen Angriffswellen, auch wenn heute noch keine stattgefunden hat, aber die Nachwirkungen gewissermaßen sieht man zum Beispiel auch hier, wo wir gerade sind, eine kleine Ortschaft, 50 Kilometer östlich von Dnipro entfernt. Und ich glaube, man sieht es ganz gut um mich herum, dass man eben nicht sieht. Das ist die Hauptstraße, an der wir stehen, die eben nicht mehr beleuchtet ist. Noch ein kurzer Satz vielleicht zu diesen Punkten der Unbesiegbarkeit, der Unbezwingbarkeit. 3 Kategorien hat man davon eingerichtet. Die eine, die höchste sozusagen, wo mehr oder weniger alles geht, das Aufladen technischer Geräte, wo man sich selber aufheizen kann, erwärmen kann, wo es eben auch Lebensmittel und Essen gibt. Dann eine zweite sozusagen, wo man nur technische Geräte aufladen kann. Und dann eben als ein dritter Punkt, der auch ganz wichtig ist, wichtige Einrichtungen des täglichen Bedarfs, die dann offen gehalten werden sollen, wo man hingehen kann, um sich aufzuwärmen zum Beispiel, wo es aber eben nicht die Möglichkeit gibt, technische Geräte mit aufzuladen. Tatjana, danke schön für diese Eindrücke aus Dnipro und pass weiterhin auf dich auf.